Was sind das für Schiffe? Well, that settles the question of his Imperial Majesty's whereabouts. Does he aim to conquer Skellige? But he knows. Those are my friends. He wishes to grant you the Isles, with Sintra and the rest of the Empire. There is an upside to all this. Nee. Is that so? The Emperor will have to help us fight the Hunt. And we've just found Frangilla Vigo. Verdammt. Okay, bestimmt wegen dem Waffenstillstand. Konzentriert er sich jetzt auf Skellige, weil zwei Fronten, das wäre selbst für ihn zu viel. We must hurry and find the Sunstone. Seems we've plenty to do in Skellige after that. Müssen sie aufhalten. Frangilla Vigo. We need her here. Tja. Can you teleport me onto Emir's ship? Not a chance. It's better shielded than the Emperor's alcove. Though we could try to force our way through. We need Frangilla in one piece. Huh. Think they know we're here? Emir's mages, of course. If the matter of Frangilla Vigo were resolved, they'd probably just send her over here in a skiff. It's far from resolved. The Emperor pledged to ensure the Lodge's safety, but... Frangilla's a pricklier matter. She's his subject. One officially sentenced to death for treason. You'll need to learn what Emir has planned for her. Once we've found a way to toss you over to the Imperial flagship. Ach man, dieser scheiß Kaiser. Hoffentlich können wir seinen Kopf auch noch holen. I'll get on the Emperor's ship myself. A plan to swim? With swords on your back? You'll get shot up like a sitting duck before you can say, the white flame dancing on the graves of his foes. Don't panic. He'll find a way. Make your approach by night. You'll stand a better chance then. And once you're on board... Kaiser töten. Show His Imperial Majesty this letter. Hand it to him directly. We should remind him what he promised. And what he'll get in return. At the moment, we don't even know what the Sunstone is. It was created so the Mountain Elves could summon the vessels of the NL. Now it merely serves as a symbol of a lost opportunity to unite the two tribes. Truly? Can all of you be unfamiliar with the story of Gelban and Dillion of the White Fleet? No. Nee. What I want to know is if we'll be able to use the Sunstone. You? No. Me? Naturally. With a touch of help from the sorceresses. Of whom some are below deck vomiting, while others remain unreachable. Okay. Dallas, please. Absolutely love elven legends. Gelban was a sage of the Alder Elves. He fell in love with an Enshe elf, Dillion. Yet, she spurned him. That was a jest on Geralt's part. Too late. It won't hurt any of you to know this. On the day the White Fleet was to set sail, Gelban gave Dillion a gift. The Sunstone. He believed Dillion's heart would soften in time. Once her longing for him burgeoned, she was to use the Sunstone. Though worlds away, he would return for her. Sounds promising. Let's just hope this Sunstone proves more useful to us than it did to that elf woman. John, was er jetzt nicht erwähnt hat, ja, das Buch haben wir vor einigen Folgen mal gesehen. Ich glaube, es war das. Tja, und Dillion, also die Frau, war eigentlich für Avalach bestimmt, aber... Oder er war in sie verliebt und wollte sie, aber sie hat sich dann für die Menschen entschieden. Ich glaube, das war diese Geschichte. Okay, und dieser Teil hat er jetzt ausgelassen. Ich vertraue ihm nicht. The Sunstone's in Skellige? How do we know that? From legends. Elven ones. It lies where the White Fleet landed centuries ago. Meaning anywhere on any one of the Isles. Splendid. Ermion, I'll talk to him. Know where he is? I'll ask around the port.
Krach's longships are moored there. Okay. I'm off. Good luck. Wir gehen zuerst zu Krach. Mann, dieser Bastard. Okay, ich will seine Schiffe brennen sehen. Und das muss ich lesen. Moment, was steht da? Kaiserliche Bullshit. Gestattet mir, euch daran zu erinnern, dass unser Arrangement sämtliche Zauberinnen betrifft, die sich an jenem riskanten Unterfangen beteiligen wollen, dessen glücklicher Ausgang uns so wichtig ist. Nachdem es mir bereits gelungen ist, viele Mitglieder der Loge zu versammeln, fällt es mir schwer zu glauben, dass ihr es Fringilla verweigern wollt, zu unserer Gesellschaft zu stoßen. Ich verstehe, dass ihr aufgrund von persönlichen Faktoren nicht geneigt seid, euch von euren Untergebenen zu trennen, doch versichere ich euch, dass unsere Interessen dazu nicht im Widerspruch stehen. Ich verspreche, dass ich mich an die Bedingungen unserer Abmachung halten werde, obwohl sie mir Opfer abverlangen und mich in eine unvorteilhafte Situation bringen. Okay, was für Abmachungen? Was für Abmachungen, Yennefer? Geralt? Was für Abmachungen? Verdammt. Nix, danke. Ja, mehr als das. Tja, okay. Oh Mann. May your axe never crumble. Was it hard? Ja, ich auch. Killing that vermin. Ja. Grand those swords. Wissen das, Druide, okay. Wolf, did you see? The black dogs in their rickety tubs. They bay at our gates, seek to strike fear in our hearts. Saw them all. Where's Ermion? Went to see Lugas. An uncrate on the throne remains a thorn in his ass. Now he's seen the black ones, it pricks him even harder. The druid's gone to reason with the dim-witted knob. Think I'll join Ermion. Need to talk to him. Go. And when you see that bloody twit Lugas, be sure and tell him... best not. The druid knows what to say. Farewell. Okay, schätze mal. Er hält sich zurück oder trifft Abmachungen mit Nilfgaard. Damit er der Herrscher wird oder so, kann ich mir vorstellen. Ja, so eine Scheiße. Hey. Gut, wir müssen dahin. Wanted to talk. Reden. Okay, nichts reden. See you, Crack. Na, bis dann. Na toll, okay, gute Schlacht. Ihr müsst gewinnen. Ihr müsst ihn zurückschlagen. Und ich glaube, wir müssen, falls Lugus nicht auf den Druiden hört, dann müssen wir ihn töten, sicherheitshalber. So, diesmal dürfen wir nicht mehr in Nilfgaards Hände spielen. Wir haben das schon zu oft getan. Dafür dachte ich damals auch, Liv und ich töten sollen. Tja, falls es mit der Schule wirklich nicht geklappt hat, dann wäre jetzt auf unserer Seite. Falls er nicht getötet worden wäre in einem Hinterhalt oder so. Okay. Ich hoffe, es ist bei dieser alten Gruft da. Ich will noch diese zwei Fragezeichen lösen. So. Those fucks on Pharaoh faint as soon as they see the Imperial Sun. Adventure seeker. You've no respect for our country. Zauberei. Weg da. Beg your pardon. Nee. Be gone from here. So, nee, ich geh weiter. Na? Ah, Geralt. How are things? Hast du was Neues? Okay. Freut sich bestimmt schon auf die Schlacht. Tja. So, und Ceres. Ach, da bist du. Okay. Got a minute? Farewell. Okay. Tschüss. Look at swords, I get. Okay, hat sich gelohnt. Na egal.
So, dann mal schnell dahin. Und alle Leute. So, schnell dahin. Okay. Ach, verdammt. So, mal schauen, was Roche jetzt macht. Ist da drüben? Okay. Ach, geht's da etwa noch weiter? Was? Was ist das denn? Circumstances, Krach can go ahead and wink the shite he saw. Almighty Krach. Well, surely he can take on the Black Ones and myself. Okay, müssen dich töten. I'll not kneel before an Ancrite, never. That clear to you? You prefer to aid the Black Ones? I'd sooner aid the rights of bleeding Moorhawk than let Krach rule all Skelliger. And your men, what do they say? Will they follow you when the Jarls call you a traitor? This here is my land, Druid. Watch your words. Naja, du dein Maul. Was ist es denn, wenn es kein Verrat ist? Es ist ein Verrat. Would you be king by Nilfgaard's grace? That's your bark before you bite. Did Krach send you here for my head? Well then go ahead! Try to take it! Get him! Na, ja, los, komm her. Leben gerne. So, Schnauze hier. Komm, wir müssen schnell töten, das ist gut. So. Mann, Mann, Mann. So. Tja, du kennst gut. Okay, da oben ist noch ein Arschgeigen-Typ. Ja, warte, hier ist noch einer. So, stier. Okay. So, stier. Gut. Ein Problem weniger. Tja. Mann, dieser Penner. Gut, aber besser, wir schalten ihn jetzt aus, als dass er noch Ärger macht. Oder uns in den Rücken fällt. So. Egal, dieser Penner. Warum nicht gleich so? Okay. Na, warte. Warte mal. So, dann gleich mal looten hier. Mann, die Situation hier gefällt mir überhaupt nicht. Weil ich bereue so sehr, dass ich da Dijkstra nicht unterstützt habe. Ich bin richtig enttäuscht von Roche, aber so ziemlich. Dass er mal zum Verräter wird. Tja. Da ist gerade mein Herz ein bisschen gebrochen. Tja, so sehr, dass ich jetzt Jorvir vorgezogen hätte, aber andererseits. Tja, wer weiß, ob der überhaupt noch lebt. Denn von Jorvir haben wir bis jetzt auch nie mehr was gehört oder gesehen. Auch beim zweiten Teil nicht. So. Ich hoffe so sehr, dass sie gewinnen. Die müssen gewinnen. Die müssen es einfach. Skellige ist jetzt wohl der letzte Gegner, den sie haben. Verdammter Mist. Okay, noch mehr Kämpfe.
Eher nach Freitor. Okay, ernsthaft. Müssen wir jetzt hier alle kämpfen und töten? Ernsthaft jetzt? Ach komm, scheiß auf den Loot. Ist mir jetzt gerade wirklich egal. Ja, mit mir mal Loot egal ist, dann ist die Situation sehr ernst. So. Ich hoffe, wir können sie auch unterstützen. Mir ist jetzt alles egal. Ich will nur den Kaiser tot sehen. Ich hoffe, wir können auch anstatt ihm den Brief zu übergeben, ein Schwert in sein Herz rammen. Ich hoffe, wir können das entscheiden. Bitte Spiel, lass das zu. Er darf nicht gewinnen. Okay, die greifen nicht an. Gott. Move. That's enough. Wait, wait. This one's really funny. What's the difference between a Nilfgaardian and a drowner? All right. What is it? Drowners know how to swim. One more knee slapper like that, you're going for a swim with him. So, wir haben seinen Kopf. Kopf. Well, Geralt, I see no row can occur in Skellige without your participation. Tja. Mean and inaccurate, Ermion. Seems to me I've missed quite a few. The blood of Krak's blood sits upon the throne, and that is your doing. I'm afraid you've ignited a small civil war. For ages, men had shed each other's blood in the quest for Skellige's crown. Politics as usual, just a difference of degree. Yet the bloody feast at Caer Trolde was different. It was dishonorable, treacherous, needed investigation. More Witcher's work. Work that culminated with the crowning of the Isle's new queen. Oh, komm, es ist nur Lugo. Scheiß auf den. So, Clan Drummond will attack sooner than we expected, it seems. Thought Krak sent you to negotiate an agreement with Lugas. Ha! An agreement? Only Krak believes such a thing possible at this stage. Mean I didn't actually ruin things for you? Not this time. Lugas' death stands to change a great deal. His cousin, who will now be named Jarl, is a weak commander. Stupid. This war will start soon, end even sooner. But why have you returned to Skellige? Ich will mitmachen. How's Ceres handling things? As the makings of an excellent queen, if she would only flee her father's shadow. Everyone, Lugas excepted, declared their support for her. Yet the minute the Imperial fleet appeared on the horizon, the Jarl took matters into his own hands. And Hjalmar? The lads led three raids against the Imperial fleet, all against Krak's will, all failed. Yet he'll find volunteers for another. Yeah, sounds like Hjalmar. Ja, typisch Hjalmar. Listen, Ermion. Know anything about the Sunstone? Legends place it somewhere in Skellige. The Mask of Urberus first, now the Sunstone. Monsters may rest easy. You've become a treasure hunter. I've never found the Enshe elves interesting. But there's a Skald, Eivind. He could help you. Once told me of some inaccessible caverns or ruins or some such. Where will I find him? Today? In Arendjorn, doubtless. You might also ask the pearl divers, Erling and Matthias Fishlung. Of late, they hunt near the tip of the bay, eastern end. Okay. Fishlung? Interesting. So they call him. Submerges for hours at a time.
None know how he does it, but I've my suspicions. Not too fond of him. It's nothing personal. I couldn't stand his father or grandfather either. Okay. Dann ist es ja doch was Persönliches. Thanks for your help. One thing, Geralt. These caves are ruins. Matthias and Erling's ancestors would have looted them bare centuries ago were they not protected by some magic barrier. Take a sorceress with you. You must have brought at least one along. Mm-hmm. Old gaggle this time. Gods protect us. Okay, na viel Glück. Gut, ein kleiner Bürgerkrieg, ich sehe nur Lucas und egal wer auf dem Thron gewesen wäre. So, er hätte eh nicht dafür gestimmt. So. Okay. Eins ist da. Was ist hier? Sprich mit dem Baden, okay. Dann das da drüben, na schön. So, gehen wir jetzt mal dahin. Genau. Das ist ja witzig. Oh. You did good. Find that he was guilty of the massacre. Shame on Lady Bran. Shame. Das war doch immer noch ein bisschen seltsam. Gut, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber im Geheimen hatte ich auch Ceres im Verdacht. Aus zwei Gründen, denn erstens diese eine Szene. Nach dem Kampf gegen den Bären hat sie uns so angeschaut. Als würde sie hoffen, dass wir nichts entdecken oder so. Schau, und das hier mit dem Diener, das war auch seltsam. So. Ich glaube, Bran und Krach sind ja zwei andere Familien. Oder Clans. Unterschiedliche. Also warum sollte der Diener auf einmal auf die hören und nicht auf Krach und der Clan und verraten? Da hatte ich auch im Verdacht, dass Ceres das arrangiert hat, Gesundheit und den Brief gefälscht hat. So. Tja. Gut, aber am Ende, als sie es dann zugegeben hat, hat es dann doch durchgestummelt, aber es war trotzdem sehr verdächtig. Oh, man hat so widerliche Leute hier. So. Dahin, okay. Ah, das wird doch hier, Hilfe. Tja, okay, und ich wette, dass der Kaiser sein Wort nicht halten wird. Ja, und dann hoffe ich auch, dass wir einen Grund haben, ihn zu töten. Das wäre schön. Der soll endlich drauf gehen. Ich kann es kaum erwarten. So. Da sind seine Schiffe. Okay. War ich denn hier schon? Not now. Okay. Watching for Nilfgaard's fleet. Fleet? Oh, aye, they mentioned something. Nay, I've more important matters on my mind. By my calculations, today's the day Gavorg, the legendary white whale, will swim the waters of Skellige. Been waiting for this my whole life. Okay. What's this whale about? He's to appear when specters descend from the heavens into the waves. The serpent wakes the sea's wrath and an icy monster devours an isle. Be the first bard to compose a ballad about him. Legends don't happen to mention a curse of the Black Sun, do they? Black Sun? What are you on about? Never mind. Okay. Let's watch for Gevorg together, and you can tell me what you know about any elven ruins in Skellige. Okay, Ausschau halten. Okay, keine Lust mehr. Heard of some cavern no one's been able to enter? Good thing too. Elsewise they'd have plundered it long ago like all the others. Da! Eivind. What? I... just wanted to assure you I only want to look around the cavern.
It's research. Research? Hmm. Okay. Writing a historical treatise on the Enshe Elves, under Ermion's tutelage. Ermion? Man never cared a whit about the Elves of the Mountains. I've seen through you, you conniver. Cut me to bits if you like, I'll never tell you about the cavern. Yes. Oh! Okay, was war das denn jetzt für ein Scheiß? Ach komm. Du kannst mich mal. So, saß jetzt davon, dass du den Wagen nicht gesehen hast. Blöder Penner. Boah, was war das für eine Zeitverschwendung? Und zweimal solche komischen Entscheidungen. Was war das denn jetzt? Weißt du, dann hast du kaum Zeit, aber musst dir so einen langen Text lesen. Und dann das andere noch, musst du schnell lesen in 5 Sekunden. Das kann keiner schaffen, wie soll man sich da entscheiden? Okay. So. Da, lauf Gerard, lauf! Laufen! Laufen, rollen. Du, seid ihr jetzt weg? Gut. So. Okay. Ja, mal schauen, was er weiß. Der Perlentaucher. So. Und es ist diese Stelle da, wo ich auch tauchen musste. So. Must be the Pearl Diver's boat. Okay, und der selbst ist auch tauchen, oder wie? Okay. Wo bist du denn? Okay. Wo soll er jetzt sein? Der ist es nicht. Muss er denn jetzt im Wasser suchen oder was? Okay. Ja, wo bist du denn? Ich sehe hier niemanden. Okay. Was soll ich denn da jetzt tun? Hä? Ich will doch hier an Bord gehen. Und dann warten. Ach, was ist das denn hier? Ach. Okay, willst du mich verarschen? Da war vielleicht 1 Meter nicht nah genug ran und dann hat sich das nicht aktiviert. Wow, ernsthaft. Was habe ich denn hier jetzt alles verpasst? Da bist du. Look, Erling, told you we wasn't done for the day. Didn't even have to fish this one out. You daft. Can't you see he's a witcher? What's a witcher doing here? Hab ne Frage. Das sind doch eure Leute. Hä? Never heard of Skelliger's looting fallen warriors. That a tradition? I mean, these are your own people. You're not a voice. What do you mean, our own? These are Pharaoh scum. Went after the black ones with 2 longships. Fish brains. Hä? Was, die sind denn Schwarze mit 2 Langschiffen nach?
Yes. Plan to return the bodies to their families at least? I mean, once you're done. They speak true. Mutants got nothing resembling refined sentiments. Look at them. You think their ever-loving mums and wifeys want to see them in this state? The sea will bury them. And that's that. Okay, was auch immer, ist mir eigentlich auch egal. Risking a lot. Why? That a threat or something? Don't need to worry about me. But I heard calls underwater. Monsters must have sensed blood. I don't hear nothing. Ordinary folk never hear these things till it's too late. We best get out of here, Matthias. Hmm. Listen, heard you know a thing or two about elven ruins in Skellige. Who says? Ermion. Hmm. You'll not tell him what you saw today, will you? Depends. Elven ruins, you say? What you want to know? Druid mentioned some cavern you've never been able to enter. Where is it? East of Caer Trold. In a cove you can only reach from the sea. We got nothing else for you, so if you're done, we'd rather get back up top. Verdammt. I'm done. And good idea. Okay, östlich. Das ist ein Mist. Okay, das kann dann nicht. Warte, ich muss mir erstmal östlich. Östlich von Caer Trold. Ja, vielleicht. Ach, stimmt, wir haben... Ich glaube, hier war das. Hier ist auch noch etwas. Ach, okay, dann ist es da. Aber was zum Teufel ist dann hier? Oh, vielleicht ist hier ein Teil und dann müssen wir da hin. Oder darf ich irgendwas anderes hin? Stimmt, das ist auch noch ganz vergessen. Das andere, was wir entdeckt haben und was verschlossen ist. Ach. Okay. Da ist auch wieder der Trunkene. Egal, kommt her, ich will die Erfahrung. Ich will Stufe 34 erreichen. Donner, warte. Du haust mich. So. Da. Kein Loot. Oh. Na, das kommt her. Einmal Knödel essen. Nam nam nam. So. Na warte. So. Hm. So. Also langsam muss ich mal ein bisschen ernsthaft kämpfen. So. Tja. Okay, das mit den Leichen hier war eigentlich auch unnötiger Dialog, aber egal. Lass ich mal so stehen, weil es mir egal ist. Okay, was haben wir denn hier noch? Aha. Nichts mehr. War da nur dafür? Okay. Wie Fledermäusen, wie auch immer, die hier hinkommen. Egal. Das bricht mit Yennefer. Okay. So. Okay, wo war denn das? Hm. Das bedeutet, ich ein Boot. Boot, your boat. So. Na, ja, das andere haben die Leute mitgenommen. Wo ist denn hier dieses Boot? Muss ich mal markieren. Na, ist ganz da drüben. Hm. Könnte eigentlich auch schnell reißen. Geht schneller, okay. Schnellreise dahin. Tja.
Oho. Also nicht so toll, dass sie hier spawnen. Das ist gar nicht toll. Okay. Solange die mich nicht angreifen. Solange die mich in Ruhe lassen. Hier ist niemand. Nö, hier ist niemand. Schnauze, Kampfmusik, ich will nicht kämpfen. Verpiss dich. Doch, hab keine Zeit. So, schnell da hoch. Okay.